Servus, mein Schüsse, euer Royal Beats mit einem erneuten Black Ops 3 Beta Video. Und heute haben wir wirklich was sehr cooles. Und zwar fragt ihr euch sicher jetzt: Hey Beast, was ist denn das für eine Waffe im Gameplay? Hast du die hergehackt? Und Leute, wirklich, ich hab's auch nicht geglaubt, aber es ist eigentlich simpel und einfach, diese Waffe zu bekommen. Da braucht man keinen Modder, da braucht man keinen Hacker, um die Waffe zu bekommen. Und zwar haben wir hier das XR2 Sturmgewehr, das man normalerweise ab dem 37. Level freischaltet, aber wie wir wahrscheinlich alle wissen, kann man nur bis zum 28. Level, also leveln, also das Maximum in der Beta ist das 28. Level. Und jetzt fragt man sich sicher, wie bekommt man denn dann eine 37 Level Waffe? Und zwar ist es wirklich simpel, und zwar kommt da wirklich fast keiner drauf, wenn man jetzt so auf die Gegner schaut, auf die Waffen von den Gegnern, fast keiner spielt mit der Waffe, und es ist wirklich simpel, man muss nur in den vorgegebenen Klassen nachschauen. Und zwar, glaube ich, ist das in der dritten Klasse, ihr seht natürlich im Hintergrund die Klasse dann. Und das ist nicht das Einzige, die Waffe ist nicht das Einzige, was es da noch gibt. Und zwar gibt es dazu noch Geist. Ja, Geist ist, finde ich, wirklich persönlich wichtig in dem Spiel, weil es gibt echt oft Drohnen, wo man dann entdeckt wird. Und Geist ist halt gegen Drohnen, falls es wer nicht gewusst hat. Und Geist gibt es auch normal ab dem 38. Level. Und es ist in dieser Klasse auch vorhanden. Also ist die Klasse eigentlich recht gut. Und die XR2 ist auch ein gutes Sturmgewehr, ein Burst-Sturmgewehr. Aber macht 2 Burst, finde ich richtig gut. Kann man spielen, im Gameplay ist es halbwegs gegangen, natürlich PS4 Aim ist noch immer am Start. Und in der anderen vorgegebenen Klasse, ich glaube, das war die erste, da gibt es auch noch C4, also das C4 schaltet man normalerweise ab den 46. Level frei, aber wie schon gesagt, in den vorgegebenen Klassen gibt es halt Sachen, die man nicht freischalten kann in der Beta, aber mit der man zocken kann, und zwar muss man dann nur die vorgegebenen Klassen auswählen. Ihr könnt ja mal die restlichen Klassen durchschauen, was es da sonst noch gibt, vielleicht irgendwelche Taktikgranaten oder so, aber ich habe euch jetzt das Wichtigste gesagt, eine Waffe, womit fast keiner spielt, und vielleicht kriegt ihr die Waffe jetzt durch dieses Video die Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, das war dieses Video für heute. Wem es gefallen hat, natürlich Bewertung, würde mich freuen für die Information, für die Leute, die es nicht gewusst haben. Und ich würde sagen, wer sich dieses Video bis hierher reingezogen hat, der hat kein Leben oder er hat kein Leben. So sind halt die Menschen heutzutage. Haut rein und ciao. Match auf der PS4 und natürlich auch das erste Match im Black Ops 3, und ich kann gar nichts machen. Mit einem Token habe ich am Anfang frei gehabt, damit habe ich hier diesen Outrider ausgewählt, aber nicht mit diesem Bogen, sondern mit diesem.